Das ist gut, das Handy hier in der Nähe zu haben. Wenn er Handygeräusche hört. Das sind nicht meine. So, 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu diesem tollen neuen Herz-Vlog. Präsentiert von Rockstar Energy. Folgendes. Ich hatte mein User-Dingsbums-Voting gestartet. User-Voting? Kann ich das so nennen? Egal, ich hatte mein Voting gestartet gehabt für das 100-Abo-Special. Und Sieger ist... Mensch, muss das behindert aussehen. Five Nights at Freddy's 2. Die Tabasco-Challenge. Bedeutet im Endeffekt, ich muss bei jedem Tod ein Teelöffel Tabasco essen, trinken, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich habe Five Nights at Freddy's 2 noch nicht gespielt und ich... Es ist gut, wie ich das hinterher zeigt. Das ist so richtig, weil ihr auch nicht wisst, was 2 ist. Das da. So. Ja, so wäre es ja 5, weil ihr alle 4... Ja. Falls ich übrigens ein bisschen fertig sein sollte, ich war gestern bis um 4 Uhr unterwegs. Ich war gestern bis um 4 Uhr unterwegs. Bis 4 Uhr unterwegs und ich krieg den Faden nicht mehr zusammen. Ich war gestern bis um 4 Uhr unterwegs. Werde jetzt auch heute wieder so circa um 5, halb 6 wieder unterwegs sein, bis um. Aber, also falls ich... Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Es kann sein, dass ich auf jeden Fall wegen diesem ganzen... Kann auf jeden Fall sein, dass ich wegen diesem ganzen Hin und Her jetzt ein bisschen fertig work oder fertig bin. Aber egal, das ist trotzdem... Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Ja. Irgendwie darauf wollte ich hinaus, oder? Ja, so ziemlich... Folgendes. Also Five Nights at Freddy's 2, die ist soweit durch, dass wir das nächstes kommen. Ich werde erstmal wieder Fire 4 aufnehmen, das wird dann erstmal auch noch ein bisschen kommen. Spooky habe ich soweit fertig aufgenommen, das kann ich jetzt einfach schon mal sagen. Es ist ja, ist einfach Fakt, weil es ist ja fertig aufgenommen, es ist ja, nee, ist noch nicht hochgeladen, aber es ist ja fertig aufgenommen, von dem her. Ja, aber was noch kommen wird, ist, und dafür werde ich alles weitere unterbrechen, sprich, Cryo 4 wird dann in dem Fall sogar in eine Pause rumwandern, wenn das sein sollte, ist nämlich Soma. Soma ist, erscheint jetzt am 22. September. Ja, weil das auch eine 22 ist. Erscheint jetzt am 22. September und ich werde das Spiel sofort, sobald ich es habe, direkt aufnehmen, weil es ist Soma und es ist von Amnesia und ich, also von Frictional Games, die Amnesia und Penumbra gemacht haben und ich liebe Amnesia. Deswegen... Es wird kommen. Ist mir scheißegal, was da läuft. Ich werde es so mal aufnehmen. Ich werde es let's playen. Es kann sein, dass es nicht auf der vollen Bildqualität let's playen werde, aber ich werde es so mal definitiv let's playen. Es ist auch schon vorausgeladen. Ich werde an dem Tag, wo es anders scheint, meinen PC nehmen, ihn woanders hinschleppen, dort das Spiel fertig runterladen, es am selben Tag noch aufnehmen, hochladen, schneiden und auch hochladen und dann schneiden. Genau, ich werde aufnehmen, hochladen, dann werde ich es schneiden, dann werde ich die Soundspur hinzufügen und dann werde ich alles nochmal von vorne machen. Nein, ich werde es dann aufgenommen, bearbeitet und hochgeladen haben, so dass es am 23. direkt man dann sehen kann bei mir schon auf dem Kanal. So ungefähr ist dann mein Plan. Hoffe ich jedenfalls. Das andere ist, wenn sie jetzt nicht zu faul ist, was ich jetzt mal davon ausgehe, dass es das hoffentlich nicht immer sein wird, schaut mal bei The Cube Movies vorbei, die Angie. Und sie hat mich nicht darum gebeten, das mache ich jetzt einfach nur, weil ich es selber verfolge und einfach selber sehen will. Sie spielt ja auch Cryo 4 auf leicht und mich interessiert es ja selber einfach, wie unterscheidet sich das Spiel bei dem Schwierigkeitsgrad zum einfachen Schwierigkeitsgrad, deswegen, ja, also schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei, wenn ich nicht so faul bin, dann werde ich sogar das Logo hier reingebastelt haben und dann auch so richtig so mit Verlinkung. Ich zeige dann so drauf und denke so, oh, bist du cool. So ungefähr dann. Ja, das war's dann eigentlich auch schon wieder mit meinem kleinen Hedgehog. Ich nenne es immer noch Hedgehog, weil der Hedgehog, ich habe ja den Hedgehog verbannt gehabt, worüber ich jetzt gerade alles rede. Ich habe jetzt den Hedgehog verbannt gehabt von dem Kanal, quasi verbannt, weil der Hedgehog, der ist sowas wie so eine Art
Pseudonym für mich gewesen oder auch sowas wie eine Art Let's Player-Image, keine Ahnung. Kann man nennen, wie man will, aber Fakt ist einfach, ich wollte das nicht mehr. Ich wollte einfach den ganzen Kanal persönlicher halten. Ich wollte einfach, dass es ist quasi ein Kanal, der mich repräsentiert, der nicht jetzt irgendwie eine Abspaltung von mir präsentiert oder auch nur gewisse Seiten, die ihr sehen sollt, an sich, sondern nein, es soll zu 100% ich sein. Es soll meine Zeichnungen sein, es soll mein Gerede sein, es soll mein Schwachsinn sein, meine Lieblingsspiele, die ich spiele, es soll einfach alles sich hier um mich drehen. Ich bin so der Mittelpunkt meines kleinen Zero-Universums. Genauso, deswegen die Reduzierung wieder auf Zero, so wie ich auch teilweise viel privat genannt werde. Ja. Genau. Deswegen, das wollte ich einfach mal so angesprochen haben. So, hier mitten versteckt so in diesem kleinen Vlog. Weil das sehen dann nur die ja wirklich hier den Real Shit verfolgen. Alle anderen sehen das gar nicht bei den Let's Plays. Die werden dann immer nur da sitzen und denken, hä, so, hä, wieso heißt er jetzt eigentlich Zero? Aber ihr, der das gesehen habt, ich flüstere jetzt extra so leise, damit ich das extra ins Mikrofon reinsprechen kann. ihr seid jetzt VIPs, denn ihr habt diesen Hedgehog gesehen und dadurch seid ihr hier. Das klingt so scheiße dämlich. Ja, da bist du gerade drehen. Das ist scheiße, über seine eigenen Witze zu lachen. Aber ja, ist wirklich so. Theoretisch, ihr seid dann die Leute, die es dann quasi jetzt wissen, weil ich eventuell werde ich es irgendwann beim Let's Play wieder mal rein zufällig ansprechen, aber ansonsten wissen alle die Leute, die die Hedgehog jetzt gesehen haben, das sind alle, die es nicht gesehen haben, die wissen das halt nicht so. Alles Loser, alles Kackprotzen. Alle, die diesen Hedgehog nicht gesehen haben, Kackprotzen. Sprich, wenn du es jetzt gesehen hast und siehst, wie ich alle, die ihn nicht gesehen haben, als Kackbratze bezeichne, dann bist du automatisch keine Kackbratze. Circa je nachdem, wie lang der Hedgehog war, 5 Minuten davor, da warst du eine, aber jetzt bist du keine mehr. Entkackbratzinanisiert. So, das war's. Ist vorbei! Ha ha ha.